Hallo Freunde und willkommen zu Tomb Raider Anniversary. Wir befinden uns an einer sehr schwierigen Stelle. Wir müssen hier auf dieses Teil da vorne schießen, das ich gerade im Visier habe. Dadurch lösen wir eine Kettenreaktion aus. Es fahren hier Stäbe raus und es fahren da so, ja, so, keine Ahnung, so Dinger dran, wo man sich festhalten kann mit dem Seil bzw. mit dem Stahlseil, was wir dabei haben. Und dann müssen wir uns hier rüberschwingen und zwar hier komplett auf die andere Seite. Und das in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Ich habe es offscreen probiert. Ich habe es noch nie geschafft und wir werden es auch diesmal nicht auf Anhieb schaffen. Es ist sehr, sehr lästig, weil immer wenn wir dieses jetzt hier abschießen, ich zeige euch das mal, kommen zwei Gegner. So, schalte schnell um auf Uzi. So, jetzt fährt diese Plattform hier zurück. Das heißt, wir müssen da nochmal drauf schießen. So. Sonst fallen wir da wahrscheinlich runter und jetzt fährt die Plattform wieder zurück. Und jedes Mal, wenn wir sterben, müssen wir diese zwei beschissenen Gegner, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es ist einfach so, wieder abschießen und dann können wir es wieder probieren. Und das geht sauschwer, das heißt, ich habe diese Gegner, diese zwei Gegner schon so ungefähr 10.000 Mal abgeschossen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Entwickler, was habt ihr euch dabei nur gedacht? Das Spiel soll Spaß machen. Und das macht einfach keinen Spaß. Es ist nur noch nervig. Das tut mir jetzt leid, dass ich das sagen muss. Aber diese Stelle ist einfach nur krank. Kranke Scheiße. Wir probieren das jetzt mal aus. Die Geschwindigkeit ist so gewählt, dass wenn wir eine Sache falsch machen beim Schwingen hier, dann kann man es schon wieder vergessen. Aber ich denke mal, das sehen wir gleich. So, ich stelle mich hier schon mal an den Rand. Dann schieße ich nochmal drauf. So. Ja, okay, das war schon mal, es ging schon mal in die Hose. Wir hätten uns nämlich da festhalten müssen, beziehungsweise im Moment. Lass los. Ja, so wird das nichts hier. Leck mich doch am Arsch. Okay, ihr seht, ich bin etwas aufgeregt, etwas erzürnt. Und das Problem ist ja auch, dass wir die ganze Zeit auf das Ding schießen müssen, weil ja die Plattform hier zurückfährt. Wir müssen erst an den ersten Haken hier dran, dann an den zweiten, dann da an diesen Felsvorsprung, also an diesen kaputten Felsen. Dann müssen wir uns an den nächsten Haken dran schwingen. Dann weiter rüber, dann nochmal hier dran und dann schließlich da dran. Und das alles in einem atemberaubenden Tempo. Ich freue mich ganz, ganz dolle. Moment. Erst hier an die Seite springen. So, aber jetzt. Lass los. Spring. Ja, wir können es eigentlich schon vergessen. So, können wir uns direkt loslassen, weil das wird dann nichts mehr. Irgendwie kann man es auch schaffen, sich im Flug, wenn man oben ist, zu drehen. Weil wir müssen uns ja hier dran drehen. Und dann auf die andere Seite. Ich weiß nicht so genau, wie das geht. Beziehungsweise... Man hat halt auch nicht viel Zeit, das auszuprobieren. So, komm, los geht's. Ja. Da sind wir abgerutscht, schön verbrannt. Und wenn wir jetzt auf das Ding wieder schießen, da kommen die zwei wundervollen Gegner wieder. Und da lacht das Herz. So, erstmal hier drauf schießen. So, Uzis nehmen. Ja, schießt immer noch auf die scheiß Plattform da. So, vom Schaden her ist es nicht schlimm, die machen nicht viel Schaden, aber es ist halt einfach nur nervig. So, komm, ziel noch mal dran. So. Ja, wir müssen das jetzt stundenlang probieren und ich glaube, die 20 Minuten für diese Folge werden da nicht lang. Notfalls muss es offscreen irgendwie spielen, so lange, bis ich es geschafft habe. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder nicht dran gedacht, mich an die richtige Position zu stellen vorher. Das ist alles... sehr krank, finde ich. So, komm. Ach, ist doch scheiße, ey. Brauchen wir es gar nicht mehr probieren. Wie kann man uns jetzt am besten drehen? So. Okay, aber ich würde sagen, wir lassen uns einfach wieder fallen. Weil es bringt sowieso nichts. So, komm nochmal hier dran. Nein, hört doch mal auf hier, ey. Da bleibt sie hängen und was weiß ich. Und die Steuerung ist für'n Arsch. Und da lernt er mich mal
so richtig kennen, wenn ich erzürnt bin. So, komm, wir schalten wieder um auf die Uzi. Wenn ich sie finden würde. Alter. Mann, Mann, Mann. Das Problem ist halt, dass die uns ständig ablenken. Und wir dann stellenweise... Hallo? Stellenweise auch hier runterfliegen, weil wir dadurch ja weggeschleudert werden. So, jetzt probier es nochmal. Komm. Na, das war doch schon wieder scheiße jetzt hier. Was ist das immer für eine Scheiße, ey? Die bleibt da irgendwie hängen und das war's dann wieder, ey. Da kriech Splack kriech da, das kann ich ja sagen, ey. Das geht mir so auf den Sack hier, Leute. Es tut mir sehr leid. So, das hat ja diesmal ganz gut geklappt. So, ich schieße noch mal hier, um ein bisschen mehr Luft zu verschaffen. Und jetzt geht's hier wieder weiter. Ja, ich kam offscreen ein bisschen weiter. Aber nicht sehr viel weiter. Und geschafft habe ich es, wie gesagt, noch nie. So, komm. Ach, jetzt habe ich mich schon wieder nicht an die richtige Stelle gestellt. Das wird das schon wieder nichts. So, komm, lass los. Spring da drüber. Ja, und das war's. Also ich muss aber da, ich muss gestehen, man kann sagen, der Kryo kann wieder nicht spielen. Aber ich habe mir das betrachtet bei anderen, die das gespielt haben. Es gibt ja auch Walkthroughs und so auf YouTube. Und die sind da genauso gescheitert dran wie ich. Und die haben da stellenweise auch ewig lange gebraucht. Na super. Komm du Penner. Mann, Mann, Mann hier. Also nimmt es mir nicht übel, das ist einfach nur ultra nervig, jedes Mal diese beschissenen zwei Gegner wieder zu erledigen. So, komm. Eins, zwei, drei. Los geht's, lass los. Springen, springen. Das kann doch nicht sein, ey. Warum hängt die Scheiße da alles? Leck mich doch am Arsch, Mann. Das kann doch nicht sein, ey. Wenn wir noch nicht mal den ersten Sprung schaffen, ey. Wie soll das enden hier? Ja, so. In der Lava natürlich. Ganz klar, das freut mich sehr, dass... Ja, ihr seht schon, da lacht Kryos Herz. So, komm nochmal, ihr Penner. Ja, jetzt stumpf mich hier auch noch runter, ey. Er ist weg hier, Gott sei Dank. So. Ja, wie gesagt, offscreen kam ich zumindest ein Stückchen weiter. Ich weiß jetzt nicht, was da los ist. Was da das Problem ist, da jetzt runterzurutschen und dann einfach nur abzuspringen. Es hatte vorhin zumindest offscreen, war diese Stelle nicht das Problem. Aber okay. So, Moment. Komm, renn los. Leck mich am Arsch. Leck mich doch einfach nur am Arsch. Diese verdammte Stelle hier. So, und jetzt haben das die zwei Penner tatsächlich geschafft und haben uns auch nochmal in die Lava gestürzt. So, und beim Kryo kommen gerade die Freudetränen hier. So, ich habe aber das Gefühl, dass wir weiter nach rechts springen müssen.
Wir sind einfach zu weit links, glaube ich. Weil da ist ja so eine kleine Kante. Und ich glaube, die wird uns jedes Mal zum Verhängnis. Das heißt, also so weit wie möglich auf die rechte Seite springen. Komm, wir probieren das nochmal hier. So, jetzt sind wir ganz rechts. Ja, und es geht auch nicht. Alter Schwede, ey. Ich werde dieses Spiel durchspielen, ich bin mir ganz sicher. Und ich lasse mir nicht von so einer beschissenen Stelle die Laune verderben. So, die zwei Penner sind erledigt. So, wieso klappt denn das nicht mehr, ey? Wir müssen doch einfach nur da runterrutschen. Und mit der Taste Space springen. Und das mache ich die ganze Zeit. So, komm jetzt hier. Pack deine scheiß Waffen weg. Ja, super. Ich habe Space gedrückt. Ich brech ins Essen. Verdammt nochmal. So, nochmal das gleiche Spiel von vorne. Ja, zieh doch mal auf die Gegner, Mensch. Ja, wirklich. Ich bin schon wieder leicht gewillt, mich auf die Seite google.de zu begeben und da Tomb Raider Anniversary Cheats einzugeben. Ganz ehrlich. Ach, Leute. Ihr seht selbst, ich weiß nicht, ob ich einfach zu blöd dafür bin hier. Oh Mann. So, nochmal. Ach, zieh auf die Gegner, Mensch. Die feuern da hier aus dem Rohr, du, das gibt's überhaupt gar nicht. Und wir stürzen schon wieder ab. Also jetzt ist wirklich der Wurm drin. Ich habe so langsam die Schnauze voll von dieser Stelle. Das könnt ihr mir glauben, du. So, komm hier nochmal. Nein, nicht zu weit rüber. Nicht zu weit rüber. Volles Programm, bitte. Oh Mann, ey. Jetzt schaffen wir noch nicht immer mehr die Gegner, oder was? Ziel da drauf. Du machst jetzt das, was ich dir sage, Lara. Wir probieren das jetzt nochmal hier. So. Kurz durchatmen. Los geht's. Lass los. Springen. Ach, hör doch auf. Was soll denn das für eine Scheiße sein hier? Was soll das bitte für eine Scheiße sein? Seid ihr zu blöd, das anständig zu programmieren, dass es funktioniert, oder was? Das ist doch unglaublich. Komm, wir probieren das jetzt mal hier. Man müsste ja da rein theoretisch wieder zurückspringen können. Wir probieren das jetzt einfach mal so. So, ich spring da dran. Ach ja, jetzt geht's. Natürlich, Lara, natürlich. So, nochmal. Und es klappt schon wieder. Nochmal. Diesmal klappt es nicht, okay. Ich probiere das jetzt noch ein paar Mal. Bis ich der Meister bin des Hin- und Herspringens. Aber es klappt jedes Mal. Das ist doch unglaublich. Okay. Diesmal ist wieder hängen geblieben. Wir müssen da Schritt für Schritt irgendwie weiterkommen. Das nutzt ja nichts. So, hier drüber. Vielleicht springe ich manchmal nicht spät genug ab, sondern schon zu früh. Das kann natürlich sein. Wir gucken mal da auf den Boden. So, zack. Nö, nutzt gar nichts. Denn viel weiter abspringen, viel weiter laufen hätten wir gar nicht können. So, hier nochmal. Komm. Zack. Sag mal, warum funktioniert denn das nicht immer? Was ist denn das für eine verfluchte Scheiße?
Es kann doch nicht wahr sein, Leute. Es kann doch einfach nicht wahr sein. So, nochmal hier, komm. Also, es ist weder vorteilhaft, wenn wir hier zu nah am Rand sind, noch wenn wir zu weit nach links sind, sondern einfach mittig. Mittig wäre hier. Probieren wir das nochmal. Und da funktioniert es auch. Okay, nochmal probieren. Mittig, jawohl, und es funktioniert auch. Okay, ich glaube, jetzt haben wir das. Die Frage ist immer noch, der Knackpunkt ist hier dieser zweite Stab, wenn der rausgefahren ist, hier über uns. Da müssen wir nämlich drehen auf diesem Stab. Und das kostet unheimlich viel Zeit. Der Rest müsste eigentlich relativ locker zu schaffen sein. Okay, wir testen es nochmal jetzt. So, wir holen die zwei Gegner wieder. Oh, Ziel auf die Gegner. Und nicht so weit rüber nach links. Sonst stürzen wir nämlich ins Feuer. Ja, ja, da lacht das Herz hier. So, komm jetzt, scheiß drauf. Nochmal. Warum ziehen die mich immer so weit nach links? Ihr miesen Penner. So. Okay, wir haben gelernt, hier relativ mittig springen. Ist natürlich nicht ganz so einfach, weil das sich ja bewegt hier. Aber gut. So, komm. Wir gucken auf die Mitte. So, jetzt drehen. Ja, können wir schon wieder loslassen. Denn die gute Lara hat sich nicht gedreht. Irgendwie drücke ich da auf die falsche Taste. Die Tasten sind nämlich auch sichtverhältnisabhängig. Oder wie soll ich mich besser ausdrücken? Je nach Ansicht muss man auf eine andere Taste drücken. Und das ist bei solchen Szenen dann schon ein bisschen gar nicht mal so ohne. Mittig. Jawohl. Natürlich bleibt sie jetzt stehen. Natürlich. Komm, dreh nochmal schnell um, bevor es wieder wegrollt. So. Du darfst dich auch loslassen, Lara. Gut. Wir probieren das jetzt nochmal. So, mittig. Zack. Zack. Na, das war's. Das war's gewesen. So, meine lieben Freunde. Jetzt hat der Kuyo die Schnauze voll. Ihr seht schon, wir haben es richtig weit geschafft in dieser Folge. Ich hoffe, dass es trotzdem ein wenig unterhaltsam war. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Und ich werde es jetzt irgendwie schaffen. Ich werde das jetzt offscreen 5 Stunden spielen oder was auch immer ich mir da jetzt einfallen lasse. Irgendwie will ich an dieser beschissenen Stelle weiterkommen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann geht's hoffentlich weiter. Macht's gut, bis dann.